Hallo. Hi. Ja, this is the Domhackstrasse Offenes Mikro for August, and yeah, we've been blessed again with a good night. this is a really special Ooh. Night. Bravo! It's a special night. We have Billy Crumb playing tonight, doing an acoustic set, and we also have some improvisational theater and lots of other people. Boris is here, and yeah, other good people from the Poetry Slam, and yeah, also Thomas, wherever Thomas is. So yeah, so yeah, a lot of good people. And Ingo, yeah, there's a lot of good people here. All right, Ryle, yeah. See how many names I recognize? All right, I'm not going to mention names. I'll have to mention everyone. So, okay. So, yeah, I think I'm just going to begin. The first one is Richard Novus. Yeah, and oh yes, he is playing the harp tonight. So welcome, Richard. Als erstes Stück spiele ich ein Liebeslied von einer Harfenistin aus Minden, von der Ursula. Das Stück heißt Desiree di Sensu. Deutsche Tänze aus dem Mittelalter, die wurden ursprünglich von den Dudelsackspielern gespielt. Thank you.
We have Winnie, and he's has performed at the Substance Poetry Slam, and I put him up here earlier from after the pause because he's got to go. But yeah, please welcome Winnie. I hope I'm pronouncing your name right. Hallo, ich brauche erst meinen Stuhl. Also ich will euch eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte klingt ziemlich primitiv, märchenhaft, aber sie hat einen sehr tiefen Sinn. Und zwar die Geschichte heißt Der Mann, der in den Wald ging. Ein Mann, 45 Jahre alt, ziemlich ängstlich und auch leicht cholerisch veranlagt, hat sich gedacht, ich gehe mal in den Wald und mache einfach einen Spaziergang, um über mich nachzudenken. Gut, der Mann geht rein, am Waldrand, tritt er halt in die Pforte des Waldes rein und er denkt nach über seine Ängste, seine Depressionen. Und je tiefer er in den Wald geht, umso dunkler wird der Wald. Ist ja auch logisch. Aber der Wald wurde unheimlich dunkel. Auf einmal, ohne dass es der Mann bemerkt hat, haben sich die Äste, die normalerweise immer starr stehen, haben sich angefangen zu bewegen. Die Bäume, die starr stehen, haben sich bewegt. Alles wurde unheimlich. Der Mann hat das am Anfang noch nicht registriert. Aber je tiefer er immer reinging, wurde es immer dunkler. Und auf einmal hat es einen Dumpfer getan. Einen tiefen Dumpfer. Und der Mann sah nichts mehr, außer 20 Meter vor sich ein wahnsinnig schönes Leuchten. Ein Leuchten, das er noch nie gesehen hat. Der Mann hatte wieder zu kämpfen. Ängste, Depressionen, Mut. Er ging einfach auf das Licht zu. Als er auf das Licht zuging, sah er, dass dieses Licht eine wahnsinnig schöne Buche ist. Eine Buche, die er noch nie gesehen hat. Eine total schöne. Und die leuchtete in einem samtweichen, gelben Ton, dass es ihn einfach erschlagen hat. Der Mann dachte sich, was ist das wohl? Und plötzlich ein Blatt, wohlgemerkt ein Blatt dieses Baumes, beobachtete ihn. Und plötzlich sagte das Blatt, Mann, frage mich etwas und du kriegst die Antwort. Der Mann total perplex. Du bist ein Blatt, du kannst doch nicht reden.
Doch, frage mich etwas und du kriegst die Antwort. Der Mann dachte nach, dachte auch über sich nach und fragte, Blatt, hast du keine Angst? Hast du keine Angst, wenn du irgendwann mal vom Baum runterfällst und dann zum Boden kommst und einfach tot bist, nichts mehr bist? Dann fing das Blatt an zu lachen. Wieso sollte ich Angst haben? Schau mich an. Der Mann so, ne? Ja, was denn? Schau mich an, schau. Ich war überall im Baum. Ich habe den Baum genährt. Ich war mit Freunden im Baum. Und wenn ich mal runterfall, dann werde ich für andere Lebewesen wieder Energie werden. Und wie sollte ich da Angst haben? Und außerdem, ohne meine Idee gibt's ja den Baum gar nicht. Der Mann so, ja, hat er schon recht irgendwie. Und sagt das Blatt zum Mann, Mann, jetzt frage ich dich etwas und du wirst mir die Antwort geben. Der Mann, hä? Du weißt doch irgendwie alles, wieso willst du mich dann was fragen? Nein, ich frage dich etwas. Wenn du ein Blatt Papier siehst, ein stinknormales Blatt Papier, glaube ich jetzt gerade nicht zu hören, siehst du dann eine Wolke darin? Der Mann so, oh, du bist stoned oder sonst was, aber ich sehe keine Wolke drin. Das Blatt, nein, konzentrier dich, du wirst eine Wolke sehen. Der Mann denkt nach und kommt einfach nicht drauf. Dann sagt das Blatt, schau, ich sehe eine Wolke drin, weil wenn es die Wolke oben am Himmel nicht geben würde, würde es ja nie runterregnen. Und dieses lebensspendende Wasser, was alles Leben ermöglicht, wäre ja gar nicht da. Der Holzfäller wäre nicht da, die Industrie wäre nicht da, nichts wäre da. Drum sehe ich, weil ich so tief blicke, eine Wolke darin. Und die Wolke regnet, das merke dir. Der Mann war total begeistert von diesem Blatt und wollte immer mehr wissen. Sag mir das, sag mir das, sag mir das. Ich will den Sinn des Lebens wissen. Und das Blatt hat nur angefangen zu lachen. Alle anderen Blätter fingen auch an zu lachen. Es war ein dämonisches Lachen. Und plötzlich wurde wieder alles dunkel. Die Bäume fingen an sich zu bewegen. Es machte Fump. Der Mann stand wieder am Waldrand, wo er seinen Spaziergang begonnen hat. Und eine Wolke regnete. Das war Ende der Geschichte. Thank you, Winnie. Great. Okay. there are more seats. Is everyone sitting down? There's some benches in the back here that are empty, if you'd like to sit down. If this is your first time to the open mic, welcome. This has been going on since April, and it's every third Wednesday of the month. And here at Domachstrasse, we can do really anything. So this is why I just started this. And I had the idea from doing open mics in Chicago and Seattle. And I would have to say I got helped with some promotional work from Ryle and Cole from the Substance Poetry Slam. And next up is Ryle, and he will be doing, I'm just imagining, some type of performance poetry knowing Ryle. So please welcome Ryle. Hoch lebe der Dandyismus. Hoch lebe der Dichter der Disco. Prost und dreifach Hurra. Seine Augen glitzern den Schwachsinn der Nacht. Hoch lebe die schleckende Nacht. Hoch lebe der Dandyismus. Prost und dreifach Hurra. Hoch lebe die Kulturverbrennungsmaschine. Ihre Gase heißen weder gestern noch morgen. Ihre Augen zu sprengen, jeden Preis das Gesicht. Prost und dreifach Hurra. Hoch lebe der gepierste Wahn. Hoch lebe alles. Hoch lebe das Gelände. Prost und... Hurra. Geil. Das war bloß das Intro. Juli. Ja.
Das erste Gedicht heißt Nene. Nene ist erstanden am Hauptbahnhof. Also ich wohne seit einem guten Jahr am Hauptbahnhof, allerdings in der Wohnung und nicht direkt auf dem Hauptbahnhof. Aber der Hauptbahnhof ist irgendwie der schönste Spielplatz der Welt. Und das Gedicht handelt davon. Ich bin die beflügelte Socke rechts vom Hauptbahnhof. Jeder Morgen zieht mich über seinen Fuß und lässt mich geil stinken. Nachts werde ich aufs Bett geworfen und waschen muss ich mich selbst. Nett, was? Nee. Meine Tränen laufen so kalt, ich kann sie mir gar nicht vorstellen. Von der anderen Seite des Bahnhofs kannst du sie sicher im Rauch sehen. Ich bin die Wichse des Glücks. Jeden Mittag geht es ins Bad und schießt mich dem Spiegel ins Gesicht. Schade dann nur, dass ich verlaufe im Abstand von zwei Straßenbahnen vor dem Geröllfenster. Nee. Meine Säfte laufen so wild, ich kann sie mir gar nicht vorstellen. Von der anderen Seite des Bahnhofs kannst du sie sicher im Rauch sehen. Bist du die Narbe im Gesicht der Lüge? Jede Nacht stechen deine Schritte ihre kalten Spitzen in den blutigen Magen der zitternden Bahnhofstaxis im Mondlicht. Seltsam nur, dass du immer wieder kommst. Nee, reichen dir die Blicke der kilometerfressenden Gesichter im Wind? Nee. Deine Augen leuchten so weit, ich brauch sie mir gar nicht vorstellen. Von der anderen Seite des Bahnhofs kann ich sie drüben im Rauch sehen. Aggressionsvision. Ich sitze mir in Selbstaggression brutal gegenüber. Zerschmettere den Schreibtisch, brechendes, knarrendes, knisterndes, blutendes altes Holz, der zwischen mir und mir steht. Trete dann einen Schritt sprunghaft ins Licht. Ich und ich. Ein Ich tötet mein Ich. Mein Ich tötet das andere. Danke. Hey, next we have Jacob Dielfinger. Sorry, and Matthias Vogel. And this is, I think, Matthias' third time here. He always comes and plays drums, and it's been great. So please welcome Jacob and Matthias. Hi, hier ist erstmal Matthias. Der Jakob, der hat noch Probleme, denke ich, mit dem Tape. Es dauert vielleicht noch eine Sekunde oder zwei. Jakob, sei es dir klar? Licht an einem vorbei bewegt. Wie gelangt man in ein Raumschiff, das sich schneller als Licht an einem vorbei bewegt? Hoffentlich gibt es Menschen auf der Erde. Es waren Feinde, Sir, nicht Menschen. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause.
auch so eine fiese kleine Forschungsabteilung? How? How? How to get on the spaceship? How to get on a spaceship? How to get on a spaceship? Passing farther than light. How to get on a spaceship? How to get on a spaceship? How to get on a spaceship? How to get on a spaceship, passing farther than light. Passing. 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 Passing faster. Passing farther than light. Die Wirklichkeit hat schlechte Einschaltquoten. Strampelte wie ein halbgarer die Julius-Promenade hinunter, gefolgt von seinem Kumpel Tom Schröder auf einem nagelneuen Mountainbike, das er einem Jurastudenten von der Julius-Maximilians-Universität gestohlen hatte. Sie fuhren im morgendlichen Sonnenlicht, halb besoffen, total ausgeflippt, Samstagnacht steckte beiden noch in den Knochen, sie grölten schmutzige Lieder und kümmerten sich einen Dreck um den Rest der Welt. Baldini nahm die Hände vom Lenker, um die goldglänzende Halbliterdose Würzburger Hofbräu zu öffnen, die er in der Innentasche seiner schwarzen Lederjacke verstaut hatte. Er wusste, dass die Julius-Promenade kurz vor dem Mainufer in einem scharfen Bogen verlief, doch es war ihm egal. Fallgerade schloss er über die Straße, die Dose wie eine Trophäe über dem Kopf schwenkend. Baldini wäre wohl ohne zu zögern weitergeradelt und damit unweigerlich in den Fluten des Mains versunken, hätte nicht an einem Straßenrand geparkter VW Käfer seiner wilden Fahrt ein jähes Ende bereitet. Die Wucht des Aufpralls war wie ein Schlag mit dem Hammer. Die Bierdose explodierte auf der Windschutzscheibe, Baldini wurde aus dem Sattel geworfen, segelte über die Motorhaube und flog dann wie ein gerupftes Huhn noch ein paar Meter knapp über dem Boden, ehe er mit einem dumpfen Krachen auf dem Pflaster landete. Am Abend des gleichen Tages saßen die beiden in Schröders kleinem Apartment auf der anderen Seite des Flusses, tranken lauwarmen Wodka-Tonic aus Marmeladengläsern und diskutierten die Lage. Baldini war übel zugerichtet, die rechte Gesichtshälfte war stark angeschwollen, schimmerte in allen Farben des Regenbogens. Er hatte sich eine Hand verstaucht und beide Knie blutig geschlagen. Doch all das bereitete Baldini keine großen Sorgen. Die Wunden würden in ein paar Tagen wieder verheilt sein, die Hand war spätestens in einer Woche wieder einsatzfähig und um sein Aussehen machte er sich sowieso recht selten Gedanken. Einzig sein Fahrrad, das er sich mühsam vom BAföG abgespart hatte, war nicht mehr zu retten. Das erst zwei Monate alte Qualitätsprodukt sah aus wie nach einem Angriff mittelschwerer Bomber. Nach dem dritten Glas beschlossen Baldini und Schröder, das Problem zu beseitigen. Gemeinsam verließen sie die Wohnung, stiefelten durch das kahle Treppenhaus. Hinunter in die Kellerräume schnappten sich den großen, rot glänzenden Bolzenschneider aus der Werkzeugkiste und traten hinaus in die Nacht.
Schröder trat hart in die Pedale. Balsini saß auf der Mittelstange, das Werkzeug wie eine Waffe auf den Knien, die Wodkaflasche in der Außentasche seines verbeulten Mantels. Es hatte schon vor Stunden stark zu schneien begonnen. Die Sicht war schlecht. Schröder hatte große Mühe, den richtigen Weg zum katholischen Studentenwohnheim zu finden. Beide wussten genau. Hier standen jede Nacht völlig unbeaufsichtigt Unmengen von Fahrrädern. Ein Freilichtsupermarkt ohne Kasse. Als sie die alte Mainbrücke erreichten, konnte Schröder nicht einmal mehr die an beiden Seiten verlaufende steinerne Brüstung erkennen. Die beiden glichen inzwischen geisterhaften Schneemännern, denen irgendeine böse Macht Leben eingehaucht hatte, geheimnisvollen Yetis auf ihrem Irrweg durch die Nacht. Als Schröder kurz die Hände, Als Schröder kurz den Lenker losließ, um sich in die blau gefrorenen Hände zu blasen, rutschte das Hinterrad auf dem schneeglatten Kopfsteinpflaster weg. Baldini wollte die Lenkung übernehmen, ein Unfall am Tag war genug. Verzweifelt rammte er seine Stiefel in den Schnee, doch es war bereits zu spät. Im Zeitlupentempo legten sie sich auf die Seite, prallten gegen die nur hüfthohe Balustrade. Baldini spürte, wie die Wodkaflasche zerbarst, wie sich die großen Scherben in seinen Oberschenkel bohrten. Schröder kippte über die Lenkstange, ruderte dabei wild mit den Armen und wie ein kranker Phönix, kurz vor der Selbstverbrennung, verschwand er im schneeweichen Nichts. Lutz Baldini, der plötzlich einsame Held dieser Dezembernacht, stand bei minus 8 Grad mit heruntergelassenen Hosen im Schneesturm auf der Brücke. Er beugte sich über die Brüstung, zog sich die Glassplitter aus der Haut und betrachtete die Schwärze unter ihm. Es war nicht zu fassen. Schröder war verschwunden, einfach weg. Nicht einmal das Aufschlagen des Körpers auf dem Wasser hatte Baldini wahrgenommen. Dreimal rief er laut nach seinem Gefährten. Keine Antwort, nur das eintönige Rauschen des kalten Flusses unter ihm. Vielleicht waren ihm ja tatsächlich Flügel gewachsen. Baldini erinnerte sich an das letzte Uni-Sommerfest. Schon damals hatte sein Freund allen Ernstes behauptet, er könne fliegen, hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon mehrere Joints und gut 1,5 Liter Sommerfelder Spätlese-Intus. Nur mit Hilfe von zwei kräftigen Wirtschaftswissenschaftlern war es Baldini damals gelungen, Schröder vor dem Sprung aus dem dritten Stock des Hauptgebäudes zu bewahren. Nun aber sah die Sache anders aus. Schröder war wirklich gesprungen, nur unfreiwillig eben. Baldini pulte sich eine daumengroße Scherbe aus dem Fleisch. Es tat höllisch weh. Er dankte Gott, dass Wodka in der Flasche gewesen war, eine Desinfektion der Wunden somit überflüssig. Glück im Unglück eben, dachte Baldini, zog die verschmierte Jeans hoch und streifte den Mantel über. Das Fahrrad war noch zu gebrauchen, lediglich der Lenker ein wenig eingeknickt. Baldini sprang auf und donnerte los. Das Blut, die Kälte, die eisglatte Straße unter den Reifen kümmerten ihn nicht. Sein Kumpel musste gerettet werden, um jeden Preis. Es war ihm plötzlich klar geworden, dass hier ein Leben auf dem Spiel stand. Dreimal stürzte er, dreimal rappelte er sich wieder auf. Total fertig erreichte er das andere Ufer. Er war allein, es war Nacht, keine Menschenseele, die ihm hätte helfen können. Bei diesem Wetter blieben normale Männer vor dem Fernseher, öffneten die Weinflasche für besondere Anlässe, fassten ihren Frauen an die Titten und liefen nicht draußen herum, um Fahrräder zu klauen. Baldini fühlte sich wie nach einer 2-Wochen-Schicht unter Tage, wie ein Fließbandarbeiter, der seinen Jahresurlaub im Ring mit Mike Tyson verbracht hatte. Er blutete an einem halben Dutzend Stellen, sein Bein schmerzte, als hätte er es in siedendes Fett getaucht, aber er musste weiter. Achtlos warf er das Rad beiseite und humpelte über den knirschenden Kies ins Wasser. Schon die erste Berührung ließ ihn erschaudern. Unter 5 Grad, schätzte er, mörderisch kalt. Im Geiste trieb Schröders Leiche auf einem imaginären Fluss vorbei. Baldini ließ seinen Blick über das Wasser gleiten, nur tödliche Schwärze, vom Freund keine Spur. Wieder rief er seinen Namen, schrie, brüllte aus Leibeskräften, wieder nur die monotone Antwort des Flusses. Verzweifelt fiel er auf die Knie, tauchte bis... Einen Soundcheck machen? Hört man das? Ja. Geht schon. Besser. Viel besser. Viel besser. Ja, oder... Also wenn der Aufwand... Oder Rudi hatte Pech. Während meines Studiums ist mir etwas Seltsames passiert. Was haben Sie denn studiert? Ich habe in Berlin Pomologie studiert, also Obstbaukunde. Nicht wahr? Ich habe auch in Berlin Obstbaukunde studiert. Wann haben Sie denn Diplom gemacht?
Das war 1972. Ja, dann war ich später dran. Ich habe meinen Diplom-Pomologen, den habe ich 1975 gemacht. Hatten Sie damals auch schon diesen Dozenten in Zwetschke, der diesen Sprachfehler hatte? Dr. Bretzmann Holst, der hat immer statt... Sag mal, bist du dir sicher, dass du deinen Text gelernt hast? Natürlich habe ich meinen Text gelernt. Zum Tier trete ich nicht mehr. Sag mal. Nee, also wirklich? Während meines Studiums ist mir etwas Seltsames passiert. Was haben Sie denn studiert? Ich habe in Berlin Ornithologie studiert, also Vogelkunde. Nicht wahr? Ich habe auch in Berlin Ornithologie studiert. Wann haben Sie denn Diplom gemacht? Das war 1972. Ja, dann war ich später dran. Ich habe meinen Diplom Ornithologen habe ich gemacht. Jetzt ist mein Text weg. 75. Hatten Sie damals auch schon diesen Dozenten in Buntspecht, der diesen Sprachfehler hatte, Dr. Bretzmann Holst, der hat immer statt, hat er immer, ja genau, der hat immer, oder der Dekan damals bei der Eröffnungsrede am Dies Academicus hat er immer, aber wissen Sie, was ich am meisten gehasst habe? Lämmergeier! Hatten Sie auch diese Niete in Lämmergeier, diesen Jungen, der immer so geguckt? Die Lämmergeier habe ich gar nicht belegt. Am meisten gehasst habe ich damals den Hochschulsport. Immer Leiterchen rauf, Leiterchen runter und dann mit dem Kopf voll an Spiegelchen knallen. Schrecklich. Einmal habe ich mir an diesem dummen Glöckchen, habe ich mir eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Die habe ich heute noch, sehen Sie mal. Und machen Sie heute noch Sport? Nee. Naja, manchmal Tischtennis mit meinem Sohn. Ja, und Vogelbad ab und zu. Tja, Vogelbad mache ich auch noch manchmal. Aber eine schöne Zeit. Tja, das war eine wilde Zeit. Aber die Studentenbewegung haben Sie dann gar nicht so mitbekommen. Sie waren ja jünger, da waren Sie noch zu jung. Wissen Sie, der Dutschke, Rudi Dutschke, war auch Ornithologe. Allerdings nur im Nebenfach. Bei der großen November-Demo 68. Wir, die Singvögel und die Zugvögel, in erster Reihe marschiert mit JSL und Sprechperlenmollos und immer... Tja, aber der hat Pech gehabt, der Rudi. Aber der Rainer, der hat's geschafft. Kennen Sie noch den Rainer? Rainer Mertens? Der ist jetzt Kranich bei der Lufthansa. Der Rainer! Rainer Mertens! Dass dir mal so groß rauskommt. Naja, irgendwie hat man als Ornithologe einen schlechten akademischen Stand, ein schlechtes Selbstbewusstsein, jetzt mal verglichen mit anderen Disziplinen. Naja, das fing schon während des Studiums an, also mir ging es zumindest so, ich weiß nicht. Wir, die Ornithologen, stehen in der Schlange mit unseren Tabletts in der Mensa und dann kommen die Frauen noch, die Soziologinnen, die feisten Germanistinnen, was weiß ich, Uschi Obermeier, und sehen einen Blick, die da vorne, das müssen Ornithologen sein. Und dann haben sie uns immer verarscht, haben sie immer gerufen, Hansi, Hansi, piep einmal. Tja, schlimm. Schlimm. Thank you. Okay. Welcome to the second half of the Belmontstrasse open mic. Yeah, our special guest tonight
is Billy Crumb. They are a Munich band. Yeah, I've never seen them play before, but I know they play backstage. And where else have you played? Firework? Theatron? Everywhere, yeah, they play. Okay. So, yeah, this is a special August evening. So Never unplugged. Yes, this is the first time we will ever see Billy Crumb unplugged. So please welcome Billy Crumb. This is so smoky. Danke. Sense herself, she young life, she covered a shell. Anybody loved her, put me into a heart shape, couldn't keep me in, she made a star. And I want her very much, great girl thing, I'll stay in touch. And I want her all the way, all the way. I'll see.
Everybody seems so confused.
all she wanted was a hand for the shotgun. All she got was a hand for the abuse. Well, she picture perfect, but she falls down downtown. Tell she won't let him back to my place and make it on the KL. She doesn't want little passerbys, she just makes me, makes me. And now she's city.
Stück Empty Cup. Wanna say too much fear. I don't wanna prove I stand the test of time. I don't wanna know too much. She said life is like an empty cup. You live your life and then you fill it up. When you do, when you do, when you do, and you drink it up. My mama said, she said, boy, you drink too much. My sister said, she said, boy, you think too much. But I'm just standing here with open hands and with a smile. Thank you.
I think the best view from was back there, underneath the stars dancing, yeah? it was great. All right, now we're going to, the schedule's getting a little moved around since people have to leave, but who's next? Let's see. Boy, this is hard to read. I'm very confused. You know who's next. I told you you're next. So come on up because I can't even read. No way. Which one's next? So what's your name? Hans. Okay. Hans is next. And do you need me to move any of this stuff, Hans? I need some light. You need some light. Okay, would you like me to move these stands? Canuck? Ja, was will man da noch sagen nach so einer Einlage? Versuch's einfach mal. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr steht morgens auf und geht die U-Bahn runter und seht die vielen Blicke, die euch streifen. Und da habe ich ein Gedicht drüber gemacht. Für mich ist das immer sehr beklemmend. Dichtes Gewühl, kantige Augen, die nichts taugen, kühle Blicke tief und verschwommen, scheinbar schief und doch vollkommen auf Vorsicht bedacht, jeder Schritt bewacht. Augen, die kleben, dürre Blicke, ein düsteres Beben, warten auf deine Geschicke. Die Unperson drückt fest, kaum entspannte Welt nicht von dir lässt. Ewig bohrt und hält und zieht und zerrt und reißt. Dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt. Bravo! Da muss man dann immer da unten in diesem Mief sein, habe ich mich gefragt. Na, es gibt ja auch noch andere Alternativen, zum Beispiel das Radfahren. Um jetzt zu einer Lösung zu kommen, was ist denn besser, ob Radfahren oder ob U-Bahn fahren, da habe ich mir auch so meine Gedanken drüber gemacht. Bin dabei zu folgendem Ergebnis gekommen. Alle Kranken, Blassen, Doof und Dumm sitzen in der U-Bahn rum und drum
fliegen Viren und Parzellen in die kleinen Porenrillen. Und drum werden U-Bahn-Fahrer infiziert, derweil der Radler im Verkehr krepiert. Der scheißt nämlich auf Pest und Viren, lässt sich lieber vom Autofahrer demolieren. Und doch, beide haben was gemeinsam. Beide sind sie schrecklich einsam. Der Radler steril im Verkehr. Der U-Bahn-Fahrer in der Unpersönlichkeit. Eine traute Zweisamkeit. Aber der Schein trügt, die Bruderschaft lügt. Denn der Radler ist frei wie ein Vogel im Brei. Im Brei der Autos, den Körper voll Blei. Aber dennoch, trotzig frei. Der U-Bahn-Fahrer ist gefangen. In Zeit, in Schächten. Er ist schachtmatt. In U-Bahnlosen Nächten. So ist das mit den beiden. Jetzt lassen sie sich scheiden. Die Bruderschaft ist nun vorbei. Jeder schwimmt in seinem Brei. Brei. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Hat jetzt richtig ans hingehaut. Diese zweitrangige Software ist wohl nicht ganz das Wahre. Ich glaube, ich brauche jetzt mal was Klassisches. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande, ihm schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolcher? Okay, 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 das habt ihr hier noch nicht gehabt, ich bin mir sicher. wollen wir mal ein bisschen entspannter werden. Ja, 70er Jahre, Riesenfiesel, bitte. 44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn der Schuss ist begrenzt und das macht besonders schwer. Plötzlich möllert's vor dem Kosten, das Volk schreit, Uwe, die mir scheint. Da schießt der Möller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Okay. Da haben wir auch mit 15 drüber gelacht. Gehen wir mal irgendwie zu einem zeitgenössischen Genre über. Mal schauen, dass auch irgendwie eine Rettmaschine werden kann. Oh Mann, was ist los in dieser Stadt? Ich hab's langsam satt, ich stehe hier allein und weiß nicht, wie es soll es sein. Ihr schaut mich an mit süßen Augen, die mich aussaugen, quasi leersaugen. Aber das ist mir scheißegal, denn ich bin der Mann, der alles kann und überhaupt nicht fühlt mich gut und scheiße. Nee, na, das funktioniert's nicht mal recht. Ich möchte was Natürliches hier haben, was Echtes. Sagen Sie mal, haben Sie in letzter Zeit was richtig Schönes erlebt? Was denn? Mehr. Meer, Meer, das ist ein schöner Schauplatz. Und dein Gegenstand für mich? Na, lieber. Jetzt ist es weg. Ja, wohin ist es? Im Pazifik. Weggeschwommen. Du wolltest es essen, oder?